Willkommen zum Tagessegen. Im 12. Kapitel bei Markus heißt es: Sie kamen zu ihm und sagten: Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person, sondern lehrst wahrhaftig den Weg Gottes. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht? Wow, was für eine Lauerei, nicht? Wie sie da mit Jesus umgehen. Dieses Lauernde. Mal gucken, ob das sich jetzt verpabbelt. Mal gucken, ob der jetzt einen Fehler macht. Mal sehen, ob wir ihn jetzt mal so richtig hinters Licht führen können. Das kommt unter Menschen vor. Das ist bei Ihnen schon vorgekommen, dass man Sie hinters Licht führen wollte. Ja, und wahrscheinlich haben Sie auch schon mal so versucht, bei jemandem etwas rauszufinden, dass der endlich auch mal eine Schwäche zeigt, dass der endlich auch mal in ein Fettnäpfchen tritt. Leider sind wir Menschen so. Dieses menschlich allzu menschliche, das ist in Gottes Gegenwart eingefangen. Und statt sich darüber aufzuregen, würde ich Ihnen vorschlagen und schlage ich mir auch immer vor, ich will das wahrnehmen. Ich will wahrnehmen, warum jemand so mit mir reden muss, um mich aufs Glatteis zu führen. Und umgekehrt, was stimmt bei mir zum anderen hin nicht, dass ich ihn nur aufs Glatteis führen kann und nicht vernünftig mit ihm reden kann. Gott schenke Ihnen und mir den Geist von vernünftigem Reden. Es segne Sie Gott, der Dreifaltige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.